So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch und heute ist die Halloween-Ausgabe, weil heute ist nämlich Raid am Mittwoch am Donnerstag, ihr kennt das ja, ich musste meine Spezialfolgen zu Halloween noch irgendwie unterbringen, deswegen hat sich das wieder mal verlagert auf Donnerstag, aber egal, Hauptsache Raid am Mittwoch, egal ob am Donnerstag, am Freitag oder sonst wann, denn wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende war da doch wieder der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche beim Jamaikor, gerade geschlüpft, ein Alola Shiny Kleinstein, richtig genial, wird wohl sein erstes sein, hat es auch noch nicht entwickelt, wie man sieht, also Glückwunsch dazu natürlich. Dann Shiny Nägelmon, trumpft wieder mal auf mit einem Shiny Makabaya, wo ich sagen muss, dass die richtig selten waren im Event, also Shiny-mäßig, haben aber auch nur die normale Rate gehabt von 450 zu 1 oder 1 zu 450, je nachdem, wie rum ihr das sagen wollt. Shiny Nägelmon auch mit einem Shiny Wingull. Der macht seinem Namen natürlich immer alle Ehre. Und nicht nur das, jetzt ist er auch noch der 100er Nägelmon. Der hat nämlich gleich noch ein 21-36er Darkrai aus dem Raid gezogen. In der Nähe von Thema 15, 15, 15, so muss es sein. Habt ihr ein gutes Darkrai bekommen? Schreibt's mal in die Kommentare. Dann hat er noch ein Pfiffchen mitgenommen, den gestern, also einen Tag davor. Pokefreak Red hat mir geschickt, ich habe mich zum Event angepasst, hat sich verkleidet als Geist, ne? Von dem sieht man nur das Gesicht, der hat nicht mal Haare auf dem Bild und gar nichts, die ganze Kleidung ist weg und der ganze Körper, sieht auf jeden Fall lustig aus, habe ich auch noch nicht gehabt. Dann gab es wieder mal neue Stops, neuer Stop beim Theater, Infotafel, irgendwas, kann man nicht lesen, Totholz glaube ich. Dann der Markus Holland Moritz. Bei dem habe ich das mal mit reingenommen, denn ich habe immer mein Ikea-Brettchen, wo ich meine Handys drauflege, 3 Stück. Aber bevor ich das hatte, habe ich einfach nur eine lumpige Pappe genommen, habe da ein bisschen was zusammengeklebt und gemacht. Aber der Markus zeigt uns, so kann man es natürlich auch machen, wenn man kreativ ist, kann man sich da schön was basteln, eine Ablage, auch unten mit Aussparungen, wo man dann das Handy anschließen kann. Also man muss nur ein bisschen MacGyver sein und dann kann man sich da selbst helfen, ohne viel Geld auszugeben. Dann der Mitchell, unser kleiner Account, hat noch ein Shiny Fritzel Blitz bekommen mit 666, komplett aus der Hölle, wie man sieht. Der Robby und wieder 100%, ein 100%iges Quapsel, der hat immer viel Glück, muss ich sagen, postet auch viele in letzter Zeit. Dir zu Ehren habe ich mit dem Boosten begonnen. Ihr wisst noch alle, beim Suicune Raytag habe ich für den Marco mitgespielt, habe dann ein 100%iges Shiny Suicune bekommen und jetzt hat er also angefangen mit dem Boosten. Ist noch nicht weit gekommen, wie man sieht, da fehlt noch einiges, aber alles, was er so hat, steckt er jetzt da rein und zieht das natürlich hoch. Dann der Robby auch, läuft irgendwie mit einem Shiny-Griffel. Der Toni aus Thema, Mensch, ich werd verrückt, seit langer Zeit mal wieder ein Shiny mit einem Shiny-Sneeble. Und Sneeble hat ja wirklich eine sehr hohe Rate, glaube ich. Also ich kenne kaum noch jemanden, der kein Sneeble hat. Die meisten haben schon 10. Also ich kann mich mal nicht beklagen. Schreibt uns auch hier der Kenny, Nidoran, Lavita, Schuppet, immer was dabei. Verschiedene Sachen, ein Geist natürlich aus dem Halloween-Event. Dann haben wir eine neue Arena bekommen, das Denkmal, was auch vorher ein Stop war, ziemlich abgelegen. Damals, als wir mit der Map rumgerannt sind, gab es da hinten immer so viele Hunderter und wir mussten immer dahinter rennen. Jetzt also dort eine Arena, die wieder mal heiß umkämpft ist. Dann auch ein neuer Stop, Nisthilfe für Käfer und Insekten, genauso wie Werra Obermain Radweg. Alles neu. Und auch der ist neu im Park, den habe ich sogar eingereicht, sieht man an der Beschreibung, denn im Park gab es mehrere. Die einen haben es halt einfach Nisthilfe für Käfer und Insekten genannt und das einfach bei jedem Stop und überall, wo sie so ein Ding gesehen haben. Aber ich dachte, was steht da drauf? Lions International, we deserve. Also habe ich das dann auch als Beschreibung genommen und habe gedacht, er steht so nördlich vom Park, also Lions North International. Habe dann auch Lions South, Lions North Insektenhotel und Lions South Insektenhotel. Habe da halt verschiedene Sachen gemacht. Nicht bei jedem komplett das gleiche, dass das sich irgendwo ein bisschen unterscheidet. Der in der Mitte ist aber ein Duplikat gewesen, weil eben der von den anderen schon durchging. Trotzdem, beide im Park sind jetzt da, beide Insektenhotels.
Pokefreak Red auch hier mit einem Shiny Alola Kleinstein. Nägelmon wieder mal, Shiny Zickzacks, Kotbrot, Shiny Sneebel. Dann habe ich auf dem kleinen Account noch ein Shiny Elekid gebrütet. Was bin ich dem Ding damals hinterhergerannt? Jetzt hätte ich es mir einfach so tauschen können. Damals habe ich es für viel, viel Staub und viel Pokémon abgegeben. Jetzt hätte ich es mir einfach so geben können. Genauso auf dem kleinen noch ein 100%iges Togepi. Kann man auch mal mitnehmen. Wohl braucht man ja eigentlich nicht. Schon wieder zwei Shiny Sneebel an einem Tag auf dem kleinen Account beim Pokefreak Red. Wie gesagt, Sneebel eigentlich eine richtig hohe Shiny-Rate. Dann, tada, habe ich mit dem J-Joe ein echter toll getauscht, da ich wirklich mit Makabaya so viel Pech hatte. Ich hatte... Na, das darf ich ja noch gar nicht sagen, das seht ihr ja dann. Was ich alles bekommen habe und was nicht, haben wir auf jeden Fall dann echt toll getauscht. Hab das gleich gehabt, auch ein richtig gutes Level finde ich. 1799 nimmt man gerne mal mit. Pokefreak Red, so kann der Tag starten mit einem Shiny Pandimos. Robby hat dann auch endlich mal seine Spezialforschung zu Ende gemacht und sein Jirachi abgeholt. Bockwurst King mit einem Shiny Schwalbini. Der Kenny mit einem 0%igen Zwirrlicht. Genau, Zwirrfinst ist ja das andere. Nee, Zwirrfinst ist das letzte. Zwirrfinst ist das letzte. Merkt ihr das, Zwirrfinst? Wenn du das siehst, du bist das letzte. Gerade aus einer Aufgabe, die Ditch mit einem Shiny Spoink. Ikegru mit einem 98%igen Schilderus. Nimmt man auch gerne mal mit, natürlich. Auch eins der neueren Pokémon, wenn auch nicht das neueste. Leider niedriges Level, aber damit macht man ja eh eigentlich nichts. Dann ein lustiges Bild vom Stefan Landei, I'm going on an adventure. Drehe 8 Pokestops, die du noch nie besucht hast. Und dann sieht man also hier der Hobbit auf dem Weg in die weite Welt. Das ist richtig genial. 1080 Erfahrungspunkte passen dazu. Kotbrot, noch Shiny Onyx im Schlosspark. Da haben wir nämlich ein Onyx-Nest gehabt jetzt die ganze Zeit. Da konnte man sich also schön ein Shiny Onyx mitnehmen. Hat er auch gleich entwickelt. Insektenhotel, Nisthilfe für Käfer und allerlei Kleingetier. Da haben wir also den anderen Stop, der von mir eigentlich als Lions Sauf Insektenhotel beschrieben war. Lions International We Deserve ist dann entstanden von den anderen mit der Beschreibung her, passt aber, Hauptsache der Stop ist da. Dann gab es wieder Einladungen fürs Schwimmbad, wieder mal X-Ray Arena, Bob the Rob mit einem Shiny Zwirrlicht, Gefa fast am Heulen hier, weil er ein 98%iges Nebulug entwickelt hat. Hätte natürlich ein 100er sein können, trotzdem Gengar ein richtig krasser Geistangreifer, obwohl er natürlich schnell umfällt, wissen wir ja. Dann Pikabub, das seht ihr mal, wenn das irgendwie Bub oder Bubi im Namen hat, dann muss das wohl von Pupsi sein. Also hat mir Pupsi natürlich einen Shiny Pikachu getradet, abgegeben, also bei der geht's auch immer richtig ab. Dann nochmal zwei neue Stops, der kleine Klassiker hier, Hildburghausen irgendwas, irgendeinen Brunnen nochmal, Hildburghausen, ihr seht, jetzt geht's richtig ab mit den Stops. Im Klicker hängen geblieben, ein Zirpurze mit 15 Level, mit Level 15, 100%, hätte man auch denken können, dass das aus einer Aufgabe ist. Bockwurst King mit einem Shiny Traunfugil, mit einem Sneebel und einem zweiten Sneebel hinterher, ihr seht, es regnet wirklich Sneebel, ist ja Unlicht-Pokémon, deswegen gab es das auch ein bisschen im Halloween-Event vermehrt. Robby mit einem 100%igen Ponita, leider nicht shiny, dann noch ein Pfiffchen hinterher, shiny dazu und entwickelt, seht ihr hier die Entwicklung gleich, das shiny Magnayen, hat natürlich ein richtig krasses Level von WP 10 auf WP 24. Kotbrot auch mit einem shiny Pikachu. Der Kenny, nein, das ist nicht dasselbe, den ich letzte Woche gepostet habe. Dieses Mal habe ich ihn nämlich auf dem richtigen Account bekommen. Aus der Aufgabe ein 100%iges Golbit. Richtig genial. Bob the Rob, endlich auch mit einem Shiny Sneebel WP 26. Pokémone, endlich mal ein Nuller und nicht nur irgendeins, sondern ein Krypto-Radfratz als 0%iges. Also das ist richtig selten. Könnt ihr euch auch nicht absprechen. Ist ja für jeden individuell. Pokefreak Red hat uns dann noch was gezeigt. Das war natürlich die richtig schwere Aufgabe. Was mache ich mit meinen Raid-Pelsen? Mache ich Darkrai Raids oder raide ich die Starter mit ihren Kostümen auf Shiny-Suche? Wenn ihr nur einen täglichen Pass habt und müsstet dann die käuflichen Pässe einsetzen, was habt ihr gemacht? Seid ihr auf die Shiny-Suche gegangen bei den Startern oder habt ihr Darkrai geradet? Schreibt es mal in die Kommentare.
dann wieder mal ein neuer Stop und danach noch ein neuer Stop mitten auf dem Spielplatz. Kann man mal machen, warum auch nicht. Schulen dürfen nicht, Spielplätze eigentlich auch nicht, aber den kann man ja, glaube ich, von außen erreichen. Das Gelände ist ja nicht so groß, also wundert euch nicht, wenn beim Kindergarten plötzlich 30 alte Männer stehen und Raids machen. Das ist so gewollt von Niantic. Devarice mit einem Shiny Nidoran, auch richtig genial. Dann der Fischi, gestern gefangen im Park, wo sonst? Natürlich nicht so gefangen, auch wieder Shiny Onyx und dann entwickelt zu Stalos. Dann vom Stefan Landei, war nicht von ihm, hat er mir aber trotzdem gezeigt, wenn ihr mal auf die Uhrzeit schaut, 16.30 Uhr. Traunfugil, 16.32 Uhr auch Shiny Traunfugil, also innerhalb von 2 Minuten 2 Shiny Traunfugil und das zweite sogar mit 1503 WP. Richtig genial, so viel Luck muss man haben, das hätte eigentlich der Schocker der Woche sein müssen, aber wir haben uns noch was anderes überlegt. Obwohl, was ist jetzt brutaler? Das könnt ihr dann selbst entscheiden am Ende. Dann habe ich ein Bild gefunden von einem Halloween-Kürbis, von einem Mimikma. Pikachu. Ist das ein Mimikma-Pikachu oder ist das Mimikma selber? Das ist wahrscheinlich selber Mimikma einfach, nicht im Kostüm, genau, weil unten ist ja das, oben ist das. Also ein Mimikma-Kürbis, richtig genial. Kenny, Shiny Quapsel, auch genial. Dann habe ich ein, wie kann es anders sein, ein Sneeble gebrütet. Aus dem Fünferei ein Shiny Sneeble gebrütet. Nimmt man auch gerne mal mit. Bockwurst King mit einem Shiny Kramurks. Auch so ähnliche Farbe natürlich. Der Kenny wieder. Sind das richtige Tarnpignons oder falsche? Himbeere oder Sanana? Roter oder gelber Ball? Wenn die hohe WP haben, hätte ich den gelben Ball genommen. Und natürlich eine Sananabeere. Weil es gibt ja die doppelten Bonbons im Event. Und dann hast du da eben die vierfachen Bonbons. Und rastest komplett aus. Falls du mal einen 100er bekommst, kannst du das schön hochziehen komplett. Und ja, hätte ich auf jeden Fall so gemacht. Habt ihr auch schon mal wilde Tarnpignons gesehen bei euch in the Hood? Noch ein Bild vom Bockwurst King, was ich auch richtig genial finde. Nicht nur, dass die Katze so niedlich reinschaut. Oder ist das niedlich? Die guckt eigentlich sehr fragwürdig. Was macht die da? Was hat die da entdeckt? Die hat schon wieder nur Bullshit vor, das weiß ich. Hinten noch die Ja-Cola, das sieht genial aus. Aber die hat einen Pokéball in der Hand. Und eigentlich müsstet ihr ja das Mauzi fangen, aber in dem Fall fängt Mauzi einfach euch. Da müsst ihr aufpassen, wenn die nach euch wirft. Pokéfreak Red auch mit einem Shiny Shiggy. Auch schon lange nicht mehr gesehen. Und mit einem Shiny Lucky Schuppet. Wo meine Antwort gleich darauf war, mein Beileid. Ihr wisst ja, wie ich zu Lucky Shinies stehe. Das kotzt mich ja so an, wenn ich ein Shiny habe, was mir noch fehlt, so einen kleinen Knirps und ich tausche mir den und er wird Lucky und der ganze Hintergrund ist so extrem grell und lenkt einfach nur ab. Das ist wirklich, ich hasse das, da muss ich mir mal noch eins besorgen, damit ich das dann wegschmeiß. Wer braucht bei einem Schuppet 98% Lucky IV zum Beispiel? Niemand, ihr macht damit nichts. Wenn das ein legendäres ist, Glücks-Pokémon, gute IV zum Hochziehen, billiger, das ist doch was ganz anderes. Als so beim Shiny kommt es euch doch eigentlich auf die Farbe an, dass man das sieht, dass das ein Shiny ist und nicht, dass der Hintergrund euch so ablenkt, dass ihr gar nicht mehr erkennt, was jetzt was ist. Dagro hat uns noch was geschickt in der Nähe von Heidenheim an der Brenz. Baden-Württemberg, da kommt da Heidenheim an der Brenz. Kommt da nicht auch der Timmy Pebel her? Auf jeden Fall hat er hier ein erlöstes Sly Mock mit 100%. Auch richtig genial. Extrem hier, Andi der Tauschgott, ne? Hat seinen Account wieder mal zum Tauschen dagelassen gehabt. Der Andi hat wieder getauscht und ein richtig hohes, was ist das? 1183 WP Knackleon mit 100% rausbekommen. Dann gestern mal legendäre Rage-Stunde. Da hat der Flo einfach mal, der Lift-Up-Raider, wir wollen ja keine Namen nennen, da hat der Lift-Up-Raider einfach mal ein 100%iges Darkrai bekommen. Ich weiß nicht, wie viele Raids von Darkrai der gemacht hat. Nehmen wir mal an, 5 und kriegt das 100er hingestellt. Andere machen 500 und kriegen kein 100er hingestellt. Also richtig genial, gönne ich ihm aber Glückwunsch an der Stelle. Dann der Tim hat im Dorf auf dem Feld noch ein 100%iges Nebula gefunden und ihr seht schon den Unterschied, wenn die Leute in WhatsApp was schicken oder so oder Facebook, ihr habt immer das schön große Bild, ihr habt den Namen oben, ihr habt was dazu, aber sobald die Leute was über Instagram schicken,
dann muss ich das so im Gespräch abnehmen. Denn wenn ich das Bild groß mache und upscreene, steht kein Name mehr dran und ich kann das dann nicht zuordnen. Wer hat das geschickt? Wem ist das? Das ist halt der Nachteil von Insta. Deswegen muss ich das immer im Gespräch abfilmen und ihr habt immer nur die Hälfte von dem Bild drauf und ja, sieht halt nicht so krass aus. Trotzdem Glückwunsch an Tim für das 100%ige Nebulak oder auch beim Alex Hobby auch endlich mal mein erstes bekommen mit einem Shiny Zwirrlicht und gestern gefangen ein 100%iges Nidoran. Die kleinen Bilder, die sind, ach, da kann man sich nicht dran gewöhnen. Immerhin mal ein Event-Shiny, noch ein Glumanda-Starter-Shiny aus dem Halloween-Raid. Habe ich ja auch gesuchtet. Was ich alles bekommen habe, seht ihr dann morgen, denke ich mal. Auch heute Morgen noch gefangen, noch ein Shiny Pikachu mit Kostüm. Auch richtig genial, er hat also richtig abgeräumt. Ein Shiny Nebulak noch hinterher. Die habe ich mir heute auch noch gegönnt. Noch ein 100% erlöstes Zubat, also der macht wirklich alles. Und in einer halben Stunde noch ein Shiny... Nee, das war dann wieder der Tim, genau. Da das Glück vom Alex dann also aufgehört und beim Tim wieder angefangen. Der hat nämlich in einer halben Stunde ein Shiny Driftlon bekommen und ein Shiny Sneebel hinterher. Obwohl Sneebel, wir wissen ja, ist jetzt gar nicht mehr so krass, weil das wirklich den Leuten so hinterhergeworfen wird. Trotzdem wäre noch kein satter Glückwunsch, wer eins bekommt. Driftlon finde ich zum Beispiel genialer. Da habe ich noch nie selber eins gefangen. Alle, die ich habe, habe ich mir auch getradet. Leider Gottes, Driftlon auch richtig cool. Mal was anderes. Finde ich, sieht auch besser aus als Sneebel, denn dieses extrem Pinge bei Sneebel stört mich schon ein bisschen. Driftlon sieht aber genial aus. Das war's von den Highlights der Woche und jetzt kommen wir natürlich noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Thomas Samaschke. Der hat nämlich ein 100, jetzt habe ich mir auf die Zunge gebissen, ein 100%iges Darkrai am 22.10. gefangen in der Nähe von Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Und ihr werdet sagen, was ist daran denn besonders? Du hast doch vorhin schon gezeigt, zum Beispiel der Lift-Up Raider hat auch ein 100%iges. Aber wenn wir eins weiter blättern, boom! 21.36, noch ein 100%iges Darkrai. Und ihr werdet sagen, der hat bestimmt zweimal dasselbe Bild geschickt, aber nein, ihr seht unten bei der Bewertung, dieses Darkrai wurde am 23.10. in der Nähe von Essen, Nordrhein-Westfalen gefangen. Er hat also wirklich am 22. 100er bekommen und am 23. auch. Und das ist für mich wirklich der Schocker der Woche, ein 100er zu bekommen von Darkrai, was in der kurzen Zeit jetzt nur da war. Andere sind immer einen Monat da, das ist zwei Wochen da. Da einen 100er zu bekommen, ist schon cool. Eins hingestellt zu bekommen, ist schon cool. Zwei hingestellt zu bekommen, ist richtig krass. Aber beide wirklich auch zu fangen. Sie können euch ja in zwei Wochen 10 hinstellen und ihr fangt kein einziges davon. Aber zwei Stück zu fangen, 200er zu haben von dem besten Unlichtangreifer im Spiel momentan. Also das ist richtig krass, das fand ich genial. Deswegen Grüße gehen raus an Thomas Samaschke. Glückwunsch dafür. Habe ich leider nicht. So viel habe ich auch nicht geratet. Ich warte, bis es dann als Shiny zurückkommt. Dann cache ich ein bisschen rein und mache natürlich mehr. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.